Nicht, dass wir dann aus Versehen reinfallen. Das Silber können wir ja zu Silberbarren brennen und mal gucken, ob wir daraus Werkzeuge machen können. Erstmal Glasfieberkabel, das ist gut zu wissen. Und ist auch relativ günstig. Braucht einen Diamanten. In früheren Versionen brauchte man Diamond Dust. Ist schon mal gut. Aber wir können daraus keine Tools craften. Okay. Du bist neu auf dem Kanal. Dir gefällt, was du siehst. Dann lass doch gerne eine positive Bewertung da. Kommentiere, wenn du es noch nicht schon getan hast. Abonniere und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keinen neuen Content hier auf meinem Kanal. Wenn du namentlich genannt werden möchtest in einer Aufnahme als neuer Abonnent, schreib ruhig gern deinen Namen unten in die Kommentare rein. Denn YouTube zeigt mir gerade nicht mehr an, wer mich abonniert hat. Also ich kriege keine Benachrichtigung. XY hat deinen Kanal abonniert. Wenn du das möchtest, dann schreib ihn rein. Wenn nicht, es liegt alles bei dir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und viel Spaß jetzt weiter bei der Folge. Was wir auf jeden Fall dann auch gleich noch machen, ist erstmal kurz zum Portal gehen. Und da mal den Waypoint setzen. Set Waypoint. Create Waypoint. Portal. Natürlich. Jetzt. Confirm. So, mal da kommen wir wenigstens wieder zurück und dadurch, dass... Und dadurch, dass ich ja auch noch den Heat-Modus mit anhabe, könnten wir uns auch hin teleportieren. Uranium. So. Ruhig weitergehen. Wir haben ja diesmal ein paar mehr Fackeln mit. So. Ach, da haben wir übrigens schon mal das erste Silber. Redstone. Du willst bestimmt gleich auf Project E gehen. Nicht sofort direkt. Was wir uns auf jeden Fall machen werden von Project E, ist auf jeden Fall dieser Repair-Talisman. Der ist hier quasi Gold wert. Weil damit können wir unsere ganzen Tools wieder reparieren. Yay, Eisen! Eisen brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge für Industrial Craft. Noch ein Spawner, also ich bin nicht bekloppt. Aber hier haben wir keine Loot-Kiste drin. Und das ist auch nur ein Spinnenspawner. Aber wiederum können wir mit dem probieren, ob wir hier mit Behutsamkeit Silk Touch die Spawner abbauen können. Noch einer. Okay, das glaubt mir wirklich keiner. Aber ich habe die Welt einfach so erstellt, einen Random Seed genommen. Okay, rote Beete. Okay, das ist natürlich hier gerade extrem krass. Spawner über Spawner. Oh, ich dachte jetzt gerade, es geht bergab. Hier nennen mal. Das ist ein Zombie.
Spawner. Jo, Silber. Wenn man hier zurückgeht, da kann man mal gucken, ob man noch was findet. Den probieren wir halt mit dem Silk Touch. Das ist ja der Spider Spawner. So, wir haben jetzt noch 44 Fackeln. Boah, das nennt man doch mal auf jeden Fall besser und angenehmer als in der anderen Welt. Ja, wir müssen hier lang. Halt. Jetzt wäre es, wenn wir noch einen Spawner finden würden. Hier geht's nicht weiter. Hier haben wir einen großen Lava Lake. Okay, da geht es erstmal anscheinend nicht lang. Okay, das ist ja doch schon mal gut. Ein Stack Redstone. Da ist Eisen. Vielleicht, wenn wir doch mit Project E arbeiten werden, könnten wir uns ja trotzdem Essen zumindest ranholen für Industrial Craft. Ich werde jetzt hier alles ranholen. Ihr seht, ich habe gerade mal 6 Eisen zusammenbekommen. Ist nicht gerade viel. Ja, gut, da immer denken dran. Wir sind ja auch erst am Anfang des Spiels. Auch das mit den 2 Spawnern, 3 Spawnern, das ist natürlich schick. Da müssen wir es halt nur mal probieren, ob wir die dann abgebaut bekommen. Es ist Nacht. Schnell zurück ins Bett. Ja, ich habe noch keine Türen drin. Machen wir jetzt gleich. So, hier haben wir nämlich einiges noch zum Ab. Grünling. So nicht. Da kriegt man halt einen Herzkasper. Oh. Ja, ich muss ja eindeutig die ganzen Bäume roden, alles auf eine Ebene tragen. Das heißt, wir haben einiges vor. So viele Kisten gemacht und keine Kiste für Ressourcen. Zack, und das kann man, glaube ich, brennen. Kompressor, und da kriegt man halt Uranium, und das brauchen wir halt für Uraniumzellen, Uraniumblöcke, Uranium Enricher. Okay, das haben wir einiges vor. Rote Beete pflanzen wir gleich mal an. Man muss dran denken, wir sind ja hier in der 1.19. Da funktioniert das schneller, wenn die nebeneinander liegen. Die Sorten. Mobby, 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 Mobby.
Hier haben wir noch so eine. Die haben wir sogar doppelt. Ja, das heißt für uns, wir müssen jetzt hier einiges abarmen. Wir können ja mal schauen, ob wir uns eine Stone-Pexel machen können. Weil da können wir eher mal die Sachen ranholen. Das ist so Schaufel, Spitzhacke, Axt. 1, 2, 3. Geht das damit? Ja. Naja, das war jetzt natürlich unpraktisch. Schaufel, Spitzhacke, Axt. Kann sein, dass sie jetzt natürlich falsch rum ist. Nee, geht. Natürlich hat die bestimmt einen. Ja, ein bisschen langsamer und hat bestimmt auch weniger Durability, aber sie erfüllt auch ihren Zweck. Wir werden jetzt erstmal die Bäume hier wegholzen. Das ist ja hier. Lebensmüde ist mir nicht.